Besteht Arbeitszwang bei einer teilweisen Erwerbsminderungsrente? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Eine Frage, die wir auf Rentenbescheid24.de erhalten haben, ganz kurz und knapp. Wenn ich eine teilweise Erwerbsminderungsrente bekomme, also 3 bis unter 6 Stunden noch arbeiten kann, muss ich dann noch die Teilzeitarbeit machen oder kann ich als Hausmann zum Beispiel zu Hause bleiben? Kurz gesagt, gibt es einen Zwang, die Teilzeitarbeit zu erfüllen, um die teilweise Erwerbsminderungsrente nicht zu gefährden? Viele Grüße. Danke, viele Grüße zurück. Der Anspruch auf eine Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung oder deren Bewilligung ist grundsätzlich nicht davon abhängig, dass der Betroffene einen Teilzeitjob ausüben muss oder kann. Die Anspruchsvoraussetzung im SGB 6, im § 43, sind ganz klar umrissen. Wer aus medizinischen Gründen nicht mehr als 3 bis unter 6 Stunden auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten kann und die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen erfüllt hat, also allgemeine Wartezeit 5 Jahre im Jackpot liegen hat und die 3/5 Belegung nachweisen kann, hat Anspruch auf die Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung. Und da steht nichts davon, dass der Anspruch irgendwie davon abhängig sei, da noch neben der Rente zu arbeiten. Und es gibt noch einen ganz anderen Grund, warum das gar nicht möglich ist. In Deutschland gibt es keinen Zwang zur Arbeit. Artikel 12 Grundgesetz verbietet grundsätzlich den Arbeitszwang. Etwas anderes ist es aber, wenn der Versicherte neben der teilweisen Erwerbsminderungsrente Arbeitslosengeld bezieht und von der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der Vermittlungsbemühungen ein Teilzeitjobangebot erhält. Er kann dann seinen Anspruch auf Arbeitslosengeld 1 verlieren, wenn er den Job nicht annimmt. Aber das hat nichts mit dem Anspruch auf die teilweise Erwerbsminderungsrente zu tun. Den behalten Sie auch in diesem Fall. Wenn ihm aber aus Gründen der Nichtvermittelbarkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt kein Teilzeitjob angeboten werden kann durch die Bundesagentur für Arbeit, welches seinem Restleistungsvermögen tatsächlich auch entspricht, so hat der Rentenbezieher neben der Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung sogar Anspruch auf die volle EM-Rente. Sie kennen das unter dem Stichwort Arbeitsmarktrente. Auch wenn medizinisch festgestellt ist, dass ein Restleistungsvermögen von 3 bis unter 6 Stunden vorliegt, darf die Deutsche Rentenversicherung grundsätzlich Sie nicht zur Arbeitsaufnahme zwingen oder die teilweise Erwerbsminderungsrente von einer Jobaufnahme abhängig machen. Sie haben weiter Anspruch auf diese Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung, so wie es in Ihrem Bescheid ausgewiesen ist. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.